Hallo und willkommen bei Was Deiner. Ich bin hier, um irgendeinen Brief vom dämlichen Fuller abzuliefern. Eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Ich würde viel lieber wieder nach Hause, nach Boston. Stattdessen sitze ich hier fest. Weil ich es meiner Mutter versprochen habe. Geht nicht anders. Und damit auch herzlich willkommen von mir zurück zu Black Mirror 2. Hier sind wir stehen geblieben und ja, wir haben uns hier noch nicht umgesehen. Oh, Brot. Können wir klauen. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. Okay. Noch mehr? Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. Hier gibt es alles, was man in einem Diner erwarten würde. Vom Frühstück, Lunch, Kuchen bis hin zum Dinner. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Ich hatte auch schon mal Hummer gegessen, aber für mich ist das nichts. Dafür, dass das so teuer ist, mir bringt das nichts. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall ja, hier. Ja, okay, haben wir schon gehört. Ich stehe nicht auf Hummer. Sollen wohl sowas wie Bullaugen da. Die Rückwände der Schaukästen sind blau angestrichen. Sie zeigen beide Unterwasserszenen mit Plastikfischen und Hummern. Kitschig. Und nicht weiter interessant. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Der Elch ist das Nationaltier hier, aber gleich dahinter kommt der Hummer. Was wäre eine 50er-Jahre-Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Wäre da was von Pearl Jam drin, würde ich mir den Spaß erlauben. Aber Buddy Holly schockt nicht. Ich war auch schon mal in so einem Diner. Gibt's ja ziemlich viel in den USA. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Und die Diner haben eigentlich alle so einen Stil. Die sehen sich alle sehr ähnlich. Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Ein Mann in einem weißen... Okay, da, mit dem kann man nicht sprechen. Das ist Mrs. Biber, glaube ich. Soviel ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Entschuldigung. Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller, vom Fotostudio. Psst, los, komm rüber. Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl, ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Was zum Teufel war das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Okay, also irgendwas war da mit Fuller. Sie scheint mehr zu wissen. Und der Typ in der Küche, ist das ihr Mann? Der scheint ja auch nicht sehr freundlich zu sein. Psst, Mrs. Biber? Was? Das heben wir uns mal für zuletzt auf. Können Sie mir etwas über eine Carrie erzählen? Sie soll sich umgebracht haben. Ja, Carrie.
Das war ein ganz liebes Mädchen. Immer hilfsbereit, immer freundlich. Sie wollte hier einen Kindergarten eröffnen. Es gibt hier in der Gegend nicht viele solche Einrichtungen. Und die Eltern müssen ihre Kids dafür ewig durch die Gegend kutschieren. So ein hübsches Mädchen. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Ich habe ein Foto von ihr in Fullers Schaufenster gesehen. Sie war wirklich sehr hübsch. Wenn ich das nur geahnt hätte. Das arme Ding. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Es ist sowieso zu spät. Das klingt alles sehr mysteriös. Ich habe nur den Brief gebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich kann Fuller auch nicht ausstehen, aber ich... Aber arbeiten tust du trotzdem für ihn, was? Schön Geld kassieren. Es ist nur nicht sein Geld, es ist... Lassen wir das. Warte. Ich muss dich nochmal... Ich muss dich nochmal mit Fuller belästigen. Was? Was willst du? Ich frage mich nur, was Fuller... Ich habe weder Zeit noch Lust, mich über diesen Abschaum zu unterhalten. Verzieh dich! Oh Mann. Die ist echt nicht gut, auf den zu sprechen. Aber wir arbeiten auch nicht freiwillig bei der. Das ist nur, weil die Mutter das arrangiert hat. Hä? Ich dachte jetzt, okay. Das war die Inhaltsangabe, okay. Was für ein Morgen. Ach ja, das haben wir schon gelesen. Gut. Aber die... die Aufgaben haben wir dann erledigt. Ein Mann in einem weißen Kittel. Nein, ich wollte hier raus. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ja, ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja, und? Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was haben wir denn da aufgeschrieben jetzt? Eine Aufgabe? Nee, meine Mom. Typisch Mom, sie wohnt noch kein Jahr in Biddeford und hat schon die halbe Gemeindearbeit an sich gerissen. Dr. Newhouse, den ich in Diner getroffen habe, wollte sich mit Mom treffen und um einige Bilder von ihr zu kaufen. Sie ist nicht aufgetaucht. Wird sie etwa langsam vergesslich? Mom anrufen und den Rest haben wir erledigt. Na dann gehen wir erstmal... Ne, wir können ja auch die Karte hier nutzen. Und wir können übrigens nur die Orte bereisen, wo wir schon waren. Das ist ja widerlich! Unfassbar ist das! Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wieder zu sehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar. Gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also bis später. Ach ja. Und er guckt dir hinterher und... Das ist der Typ aus dem Diner. Ja, genau. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat, es ist alles erstunken und erlogen.
Natürlich. Sicher. Abmarsch! Hast du das Paket? Yep. Mach schon, gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit! Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Sie? Geh nochmal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Oh, Mann. Hat jemand keine gute Laune? Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Haben wir diese ganzen Aufgaben jetzt hier drin? Nein. Angelina Fullers Fotos bringen. Film mit Angelinas Bildern besorgen. Fotopapier besorgen. Okay. Nur das Wichtige also. Anrufen können wir, glaube ich, hier im Büro. Oh toll, und dürfen diesmal... Boah, eklig. Diesmal dürfen wir uns hier auch umgucken. Tresor. Ein sehr altmodischer Tresor. Ein Siegel ist drauf. M.T. Schulz, Pittsburgh. Sieht mindestens 100 Jahre alt aus. Ich glaube kaum, dass Fuller etwas von großem materiellem Wert da drin versteckt. Er ist eher der paranoide Typ, der sogar seine Telefonrechnung vor neugierigen Augen schützen will. Ein sehr altmodischer... Ich glaube kaum, dass Fuller... Halt. Falsche Maustaste. Er ist abgeschlossen. Aber ich habe in zig Gangsterfilmklassikern gesehen, wie man diese uralten Teile öffnen kann. Ja, dann mach. Ah, okay, er macht nur Er ist nur abgeschlossen. Der Fettsack ernährt sich fast nur von Kaffee und Burritos. Das lässt auf ein frühes Ende hoffen. Gestern hat Fuller ein Mikrowellenburrito mit Chili-Schoko-Truthahn-Füllung gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber es ist so. Nichts in dieser Welt wird mich dazu bringen, diese Tür zu öffnen. Man muss sich doch nur hier umsehen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie es da drin aussieht. Nein. Aber ich klicke so lange, bis es nicht mehr rot ist. Das ist meine Aufgabe. Wir telefonieren gleich. Erst wollen wir uns aber alles angucken. Eine speckige Weltkarte. Meine Weltreise steht daneben. Ein paar Orte sind markiert. Die USA, Utah, Arizona, die Ecke. Dann rüber nach Hawaii. Danach Nordafrika, wohl Ägypten. Anschließend China und danach Europa. Irgendwo in Deutschland, wie es scheint. Deutschland? Was haben wir hier? Die USA, Hawaii, irgendwas Unleserliches und Europa. Fuller hat mit seinen Drecksgriffeln die Hälfte verschmiert. Naja, aber er hat es ja hier abgesteckt, also ist das nicht so wichtig. Aber wir scheinen das... Was haben wir hier? Die ja, USA? Okay. Wir scheinen das jetzt noch nicht zu gebrauchen. Gebrauchen zu können. Haben wir da noch was? Ein abgenutzter, angekauter Kugelschreiber. Sehr gut. Den braucht er sicher nicht mehr. Und wenn doch... Umso besser. Da könnten wir gleich den Blanko-Abholschein ausfüllen. In Ordnung. Und so können wir dann vielleicht dann doch das Paket abholen, was wir nicht bekommen haben. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Ja, bestimmt. So. Das haben wir. Und was gibt es noch? Die Weltkarte, Mülleimer... Ich soll Fullers Müll durchsuchen? Ja. Das hieße, das ganze Haus zu durchsuchen. Also nein.
Eine billige Kuckucksuhr aus der alten Welt. Zeugt von Fullers feinem Gespür für geschmackvolle Innendekoration. Ich glaube, Fuller hat vor einigen Jahren mit seiner Mutter eine Weltreise gemacht. Könnte ein Andenken sein. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige Loch am Ziffernblatt. Wird die Uhr damit aufgezogen? Hier ist eine kleine Öffnung. Da würde locker mein Finger reinpassen. Mal sehen. Das scheint ein Mechanismus zum Aufziehen zu sein. Hinten ist ein kleiner Knopf. Okay. Ich kann nichts auffinden. So, na gut. Dann zur Hintertür gehen wir jetzt nicht raus. Dann rufen wir mal endlich an. Sie scheint gerade zu telefonieren. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ah, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Wo willst du hin? Hey, du hast noch nicht Pause! Mom? Mom! Oh. Mom! Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Mom! Kannst du mich hören? Mom! Nichts. Aber sie atmet. Richtig. Krankenwagen. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja. Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Oh Mann. Medikamente, die Krankengeschichte und ein Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Und der Versicherungsschein ist dabei natürlich das Wichtigste. Wichtiger als die Gesundheit. Aber wir können froh sein, dass unsere Mutter noch lebt und einfach nur bewusstlos war, hoffe ich. Umschauen werden wir uns aber hier erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!